Sehr liebe Malice, hier nun die Videoantwort. Verzeihen Sie, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Sie wissen ja, nach den Feiertagen ist meistens sehr viel in einer Praxis zu tun und deswegen hat sich das jetzt alles ein bisschen dahin gezogen. Ich werde zuerst auf Ihr Röntgen eingehen, wo ich gewisse Punkte herausarbeite und werde aber dazwischen auch immer wieder zu diesen Punkten dann etwas sagen. Und vielleicht können Sie ja mit diesen Bildern dann etwas anfangen. Zuerst ein bisschen was Allgemeines. Sie haben im Zahnforum geschrieben, Sie haben Schmerzen im Oberkiefer. Und wenn ich mir jetzt so das Röntgenbild hier ansehe, dann sehe ich einmal, dass schon sehr viel von dieser Zahnkarriere geschehen ist. Wir haben also im Seitzahnbereich fehlende Zähne. Das ist hier der Seitzahnbereich. Wir haben auch schon einige Wurzelbehandlungen. Diese Wurzelbehandlungen, die hier zum Beispiel, die ist nicht komplett abgefüllt. Es schaut so aus, als wäre hier oben eine Entzündung und hier sind so ein paar überschobene Wurzelfüllmaterialien. Im Unterkiefer, dieses Provisorium oder diese Krone oder diese, was auch immer das ist, Kunststoffkrone, die wirkt undicht und auch hier diese Zementfüllung, schon eine große Füllung, wo also wenig vom Zahn vorhanden ist. Das heißt, ich habe hier mal ein Gebiss, wo ich sehen kann, der Patient ist mitten in der Zahnkarriere. Da wurde schon sehr viel oder da ist schon sehr viel in diesem Gebiss passiert. Zu diesem Thema gibt es ein Video, schlechte Zähne sind ein Irrglaube oder die Zahnkarriere. Das können Sie sich auf YouTube ansehen. Denn es ist einmal wichtig, dass Sie verstehen, wieso Sie also im Seitzahnbereich keine Zähne haben oder wurzelbehandelte Zähne und wieso die Zähne hier vorne eigentlich gar nichts haben. Weil würde man schlechte Zähne haben, dann wären ja alle schlecht. Wenn Sie das einmal verstanden haben und Ihren Seitzahnbereich dann also besser pflegen lernen, dann bleibt jetzt noch die Frage, wie man das saniert. Und Sie haben ja geschrieben, Sie haben jetzt Schmerzen. Und für diese Schmerzen sehe ich jetzt einmal einige Ursachen. Eine ganz plausible Ursache wäre also dieser behärtete 1-Sigma. Das heißt, dieser nicht komplett abgefüllte Sigma kann aufgrund dieser Entzündung da oben natürlich Schmerzen verursachen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass diese Brücke hier, diese lange Brücke, diesen vorderen Zahn hier, den Vierer, zu stark belastet. Man sieht hier beim Vierer keinen Kanal mehr. Das heißt, dieser Kanal ist sklerosiert, wie es scheint. Das kann auch ein Zeichen sein, diese Überbelastung. Auch das wäre eine Möglichkeit dieser Schmerzen. Wenn die Schmerzen diffus sind und sich nicht dem Oberkiefer zuordnen lassen, sondern diffus hier auf der rechten Seite vorkommen, dann könnten die Schmerzen auch von dieser undichten Kunststoffkrone herrühren oder von diesen großen Füllungen, dass irgendeiner dieser Zähne im Absterben begriffen ist. Zusätzlich kann es natürlich auch sein, weil ich habe Ihnen ja gesagt, Sie sind mitten in der Zahnkarriere, das heißt, man sieht, dass bei diesen Zähnen oder in diesem Gebiss schon sehr viel geschehen ist. Es kann natürlich auch sein, dass aufgrund dieser dauernden Manipulationen eine Art chronischer Schmerz entstanden ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich Ihnen die ganze Zeit daherdrücke und sage, du, ich glaube, da ist was, da ist was, da ist was, na, dann werden Sie mir nach einiger Zeit die Hand wegschlagen, weil es wird Ihnen wehtun, wenn ich dort nur hinschaue. Und natürlich ist es genauso im Mund, wenn ich dauernd immer wieder etwas verändere, immer etwas mache, dann kann der Körper sensibilisiert werden auf dieses dauernde Herumpopeln, nenne ich das einmal. Und auch das kann eine Schmerzgenese auslösen. Und dann bleiben noch mögliche Kombinationen aus all dem. Das heißt, Sie sehen, die Genese oder die Ursache Ihrer Schmerzen, das kann jetzt viele Ursachen haben. Es hat aber sicherlich nichts mit einem Trigeminusnerv oder nichts mit einem atypischen Gesäßnerv oder nichts mit einem psychischen Leiden zu tun, sondern das kann man relativ gut und einfach erklären. Wie würde ich nun vorgehen?
Ich würde zuerst einmal das, was vor den Füßen liegt, machen, das heißt diesen beherdeten Siebener von einem Endodontologen Wurzel behandeln lassen. Hier in diesem Röntgenbild, was Sie mir geschickt haben, sehe ich keine retrograd abgefüllten Kanäle, also keine retrograde WSR. Wenn dieses Röntgenbild ein veraltetes ist, würde ich Sie bitten, mir ein aktuelles zu senden, weil dann kann ich Ihnen sagen, ob es noch Sinn macht, dass der Endodontologe drüber schaut oder nicht. Wenn das nicht mehr endodontologisch oder chirurgisch zu beheben ist, dann schlimmstenfalls den 1,7er entfernen, abheilen lassen, dort Implantate machen. Dort würden sich sicherlich Kurzimplantate ausgehen und das Gebiss zumindest bis zum 6er wieder sanieren. Dann würde ich im Unterkiefer diese großen Füllungen oder dieses Provisorium durch dichte Kronen ersetzen. Ich würde auch im Unterkiefer zwei Implantate setzen und mir dort bei dieser Lücke wieder einen Zahnersatz machen, damit die vorderen Zähne entlastet werden, dass die Kaudrücke wieder auf der Seite abgefangen werden. Und den wurzelbehandelten 2,2er würde ich mit einem Glasfaserstift dicht versiegeln und dann den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und das Zahnthema vergessen. Sollten Sie dann noch immer Schmerzen haben, man aber nichts auf den Röntgenaufnahmen erkennt, würde ich auch nichts behandeln. Ich würde immer wieder Ihnen diese Zusammenhänge erklären, dass man sich also Schmerz zwar nicht einbilden kann, für Sie ist der Schmerz immer echt, dass aber der Arzt nur dann behandeln sollte, wenn er auch wirklich krankhafte Veränderungen sieht, weil der Schmerz muss nicht immer ausgelöst werden durch eine krankhafte Veränderung. Manchmal kann das Hirn selber von sich aus einen Schmerz generieren. Für den Betroffenen fühlt sich das immer echt an. Der hat auch das Gefühl, dass es also genau da schmerzt. Aber in Wirklichkeit ist es also nur vom Gehirn ein erzeugtes Schmerzgeschehen. Schmerz entsteht ja immer in unserem Kopf. Ja, das ist ja auch der Irrglaube. Wenn ich Ihnen die Hand abschneide und also die Hand vom Hirn trenne und auf die Hand dann einsteche, dann werden Sie nichts mehr spüren, weil das Erfolgsorgan, wo also der Schmerz produziert wird, das Hirn ist nicht vorhanden. Demgegenüber kann ein Diabetiker, der keinen Fuß mehr hat, sehr wohl noch Schmerzen in der großen Zehe haben, weil eben das Hirn vorhanden ist. Und genau aus diesem Zusammenhang, da habe ich einige Videos auf YouTube online gestellt, genau aus diesem Zusammenhang sollte man also nicht drauf losbehandeln, wenn der Patient noch Schmerzen angibt, weil es könnte durchaus sein, dass in solch einem Gebiss, wo so viel geschehen ist, Ihr Hirn sozusagen noch immer wieder Schmerzen generiert. Da gibt es eine recht interessante Arte-Doku, wo also zum Beispiel bei Amputationspatienten das Gehirn versucht, die amputierte Extremität durch den Schmerzreiz wieder zu rekonstruieren. Und das könnte natürlich auch bei Ihnen der Fall sein, bei den Zähnen. Und der Fehler ist dann drauf losbehandeln, weil viele Menschen verlieren so Zahn um Zahn. Ja, da wird dann Wurzel behandelt, dann verlieren sie den Zahn und so weiter. Und der Schmerz ist dann noch immer da. Das heißt, ich würde dann regelmäßige, wenn dieses Gebiss saniert ist, regelmäßige Röntgenbilder machen, so im Abstand von 1 bis 2 Jahren. Und wenn das dann alles stabil ist, dann würde ich versuchen, dass Sie das Zahnthema schnellstmöglich vergessen, denn es gibt auch noch andere Dinge im Leben. In diesem Sinne, alles Gute!